Das Salz der Erde. Achtes Kapitel. Wenige Monate nach solch angeregter Tätigkeit waren es dahingegangen, und schon spürte man es auf dem großen Jahrmarkt, der in dieser Zeit für die ganze Umgegend abgehalten wurde, aufs Deutlichste, was für Interesse jetzt die Leute bewegte, denn in den Jahrmarktbuden und vor denselben standen Gruppen von Bauern zusammen und unterhielten sich für und wider über die neue Lehre. Verschiedene eifrige Redner fanden sich, die in den Schenken beim Jahrmarkt religiöse Versammlungen hielten, die mit Gebetsversammlungen endigten, wo Männer und Frauen in der ganzen Mildheit des Naturvolkes ihre Sünden bekannten und um Rettung schrien. Als Igor das hörte, gab es ihm einen Stich ins Herz. Jetzt ahnte er wohl, was kommen würde, aber er sagte sich: Wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und darum machte er sich in der jetzt arbeitsfreien Zeit von seinem Hausstand so viel als möglich los und sprach fast Abend für Abend irgendwo vor aufmerksamen Zuhörern. Überall waren die Räume zu klein, die niedrigen Bauernstuben überfüllt. Ja, man musste oft zu einer Scheune seine Zuflucht nehmen, um jung und alt drängten herzu, dass es für den Redner eine Lust war, von dem zu zeugen, was längst seine Seele erfüllte. Igors Hof wurde auch am Tage jetzt selten leer. Da kamen die Bauern weit her, die ihn zu sich mitnehmen wollten, dass er auch bei ihnen rede. Da kamen angefochtene Seelen, die bei ihm Trost suchten. Man rief ihn zum Schiedsrichter über schwere Grenzstreitigkeiten, verlangte von ihm Auskunft über Bibelstellen und hatte sonst allerlei Anliegen. Seine Frau sagte ihm wohl bisweilen: Igor, werde nicht hochmütig, dass sie aus dir solch einen Abgott machen. Da pflegte er mit wehmütigem Lächeln zu antworten: Das ist nur ein kurzer Lichtblick. Morgen oder übermorgen können die Gendarmen kommen und holen mich in Untersuchungshaft. Aber war es gerade die Gefahr und die Überzeugung, dass er nur kurze Zeit habe? Es trieb ihn immer wieder in begeisterter Rede des Heilands Gnade zu predigen, und alle Erfolge, die er dabei erlebte, schien er kaum zu sehen. Und alle körperliche und geistliche Anstrengung der letzten 6 Wochen schien er nicht zu spüren. Er glich dem Schnitter, der vor dem hereinbrechenden Gewitter noch schnell recht viel abzumähen sich bemüht. Als Helfer und Berater in dieser schönsten Zeit seines Lebens erschien bei ihm eines Tages sein Schwiegervater. Er hatte von den Erfolgen gehört und kam nun glückstrahlend, ihm zu helfen. Hatte er auch nicht die Gabe einer hinreißenden volkstümlichen Beredsamkeit wie Igor, so wusste er doch in der Regel besser Bescheid und konnte in kleineren Kreisen den angeregten Seelen mehr Förderung und Klarheit geben als der so viel jüngere Mann. Eines Abends erschien ein Reiter auf Igors Hof, der mit heiserer Stimme fragte: Wohnt hier Igor Rilidow? Als Igors Frau aus der Tür tretend das bejahte, sprang er ächzend vom Pferde und bat: Gebet mir Wasser, ich verschmachte, ich bin 5 Stunden geritten, um rechtzeitig hier zu sein. Ein Knecht führte das schaumtriefende Pferd umher, und Lisa geleitete den Mann, der ihr bekannt zu sein schien, in die Küche. Als er hier Wasser getrunken hatte, nahm er seine Kappe ab, und da erkannte sie ihn. Es war der Schenker an der großen Landstraße, nicht weit vom Hause des Müllers. »Herrschel«, rief sie ganz erstaunt, »Herrschel, ihr seid es! Was treibt euch hierher?« »Ach so, ihr seid die Tochter«, besann sich der aufgeregte Mann. »Sagt mir nur schnell, ob euer Vater auch hier ist.« »Ja, hier in der Gegend ist er. Igor und er kommen heute Nacht vielleicht um 1 Uhr von einer größeren Versammlung nach Hause.« »Wenn es nur nicht zu spät wird«, jammerte der Jude. »Ja, was ist denn geschehen? Ich begreife euch nicht, ich verstehe euch nicht«, da erzählte der Jude mit gedämpfter Stimme. »Heute Vormittag hat in euers Vaters Haus eine Haussuchung durch Gendarmen stattgefunden. Man hat allerlei stundistische Bücher und Schriften gefunden, unter anderem ein Verzeichnis von den Häuptern der Stundisten auf 20 Meilen im Umkreis, und da ist auch sofort beschlossen worden,
alle diese Anführer zu verhaften. Lisa wurde leichenblass und musste sich am Herde halten, weil ihr die Füße den Dienst versagten. »Da bin ich hergeritten«, fuhr der Mann fort. »Da bin ich hergeritten, um euren Vater zu warnen. Ja, ich will ihm helfen, dass er entfliehen kann, und ich denke, euer Mann muss auch fliehen.« »Warum habt ihr das getan?« fragte das junge Weib schon etwas gefasster. »Warum?« stieß Hersel heftig hervor. »Warum?« »Weil euer Vater mich gerettet hat, und weil ich ihn liebe, und weil er ein Gottesmann ist. So einer darf nicht in die Hände der russischen Polizei fallen. Er muss fliehen nach Odessa und von dort über die Grenze. Ich schaffe ihnen beiden falsche Pässe. Ich, Herschel, ich bringe sie über die Grenze, und wenn der Kaiser mit allen Kosaken die Grenze bewacht, dass keine Maus durchschlüpfen kann, wir bringen sie durch. Wir Juden! Ha, das können wir, und das soll euch keine Kopeke kosten. Denn er ist ein guter Mann und hat uns Juden, nicht nur mir allein, manche Freundlichkeit getan. Wenn man uns sonst schlägt und verachtet, wir schweigen still und behalten es. Aber wenn man uns liebt und uns Gutes tut, das behalten wir auch. Und dann zeigen wir uns dankbar. Glaubt ihr, dass ich sonst 5 Stunden geritten wäre, bis mir der Leib wehtut und der Kopf dazu? Hätte ihm einer 100 Rubel gebeten und gesagt, ich solle 5 Stunden reiten, so hätte ich gesagt, das kann ich nicht, das vertrage ich nicht, ich bin kein Kosak, der mit seinem Pferd zusammengewachsen ist. Aber für euren Vater, da kann ich alles. Nach einer Pause sagte Lisa, nun ruht euch aus, ich werde euch etwas Essen bringen. Schweigt vor dem Knecht, auch vor unserem alten Onkel, der sich alles zu Herzen nehmen könnte. Und wenn dann in der Nacht die anderen kommen, dann wecke ich euch, und dann könnt ihr ihnen selbst berichten, was euch hergebracht hat. Als sie ihm den Rücken kehrte, schaute ihr Herrscher verwundert nach. Ist das ein Weib? Sie weint nicht, sie schreit nicht, sie macht ein Gesicht wie die Jael, als sie dem Zifera den Nagel in den Kopf schlug. Hätte ich doch nicht geglaubt, dass unter den Russen auch noch solche Weiber sind. In der Nacht gegen 1 Uhr kamen die beiden Männer nach Hause und waren über das Wetterleuchten des hereinbrechenden Gewitters nicht sonderlich erstaunt. Das hatten sie eigentlich schon lange erwartet. Als Herschel mit der ganzen Lebhaftigkeit der Juden und der viel Gestikulation seine Geschichte erzählt hatte und seinen Fluchtplan entwickelte, hob der greise Müller beschwichtigend den Arm. Setz dich, Herschel, setz dich. Wir sind dir viel Dank schuldig, und Gott soll es dir lohnen an Kind und Kindeskind. Aber von deiner Flucht will ich nichts wissen. Ich bin seit vielen Jahren der Polizei schon längst als Stundist bekannt, und es hätte mir können schlecht gehen. Da hätte ich schon längst flüchten müssen. Ich bin in Russland geboren, und ich bleibe hier. Und wenn der Kaiser mich nach Sibirien schickt, dann ist mein Gott auch in dem Himmel zu finden, der sich über Sibiriens dunklen Wäldern und öden Flächen wölbt. Ich fliehe nicht. Ich auch nicht, rief Igor mit blitzenden Augen. Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Dir wollen wir uns übergeben, dein wollen wir bleiben. Mach du mit uns, was du willst, nur lass dein Werk in unserem Volk nicht untergehen, damit noch viele Tausende gerettet werden für die Ewigkeit. Amen, sagte der alte Müller. Und Amen, antwortete Lisa. Der Jude aber wollte seinen Ritt nicht umsonst gemacht haben. Immer und immer wieder stellte er den beiden Stundisten die Gefahr vor, in der sie schwebten, die ungerechte Behandlung in den russischen Gefängnissen, die grauenhaften Strapazen des weiten Weges nach Sibirien und das trostlos einsame Leben in jener menschenleeren Wüste. Es half ihm aber nichts. Die beiden blieben fest und baten ihn nur, er möchte, falls sie vielleicht schon morgen verhaftet würden, ihre Geldgeschäfte in die Hand nehmen, damit für die Dauer der gewöhnlich langwierigen Untersuchungshaft ihre Familien keine Not litten. Wenn es dann möglich wäre, sollte er ihnen von ihrem Vermögen später etwas an ihren Verbannungsort schicken, damit sie doch nicht von allem entblößt gleich in den ersten Jahren zugrunde gingen. Vor allen Dingen, Herrsche,
sagte der alte Müller. Vertrauen wir dir als einem unverdächtigen Freund alles an. Wir wollen jetzt gleich aufschreiben, was von unserem Eigentum in den nächsten Monaten verkauft werden muss, wo ausstehende Gelder einzuziehen sind und legen das alles in deine Hände. Und dann werden wir dich benachrichtigen, wenn wir erst wissen, wohin wir verbannt sind. Voraussichtlich erlaubt man uns ja, unsere Familie mitzunehmen. Dadurch wird nicht nur die Reise viel bequemer, weil wir dann mit Familie, wenn auch unter Bewachung, transportiert werden, sondern auch unser Los am Verbannungsort ist leichter, als du denkst. Soviel ich weiß, werden wir in unbewohnter Gegend angesiedelt und müssen dort selbst allmählich unseren Unterhalt erwerben. Wenn uns dann durch sichere Vermittlung Geld geschickt werden kann oder Vieh angeschafft werden kann, kommen wir sicher auch gut durch. Es wird sich nur fragen, ob dergleichen Vermittlung bis in den Kaukasus oder nach Sibirien dir möglich sein wird. Herschel lachte stolz. Wo es Erde gibt, wo man drauf treten kann, da gibt's auch Juden. Und wenn ein Jude den anderen die Empfehlung schreibt, das ist ein guter Mann, der die Juden lieb hat, dann wird der auch weiter sorgen und von eurem Geld geht von hier bis nach Sibirien keine Kopeke verloren. Da könnt ihr sicher sein. Lasst mich nur immer wissen, wo ihr seid und was ihr braucht. Und wenn euer Geld zu Ende ist und ihr habt noch Not, dann werde ich, Herschel, dafür sorgen, dass ihr Geld kriegt. Der alte Müller lachte. Igor aber fasste den Juden an der Schulter. Mensch, ihr tut uns einen großen Dienst. Da möchte ich euch auch einen Dienst tun. Nehmt doch auch für euer Herz Jesu Gnade an, dass ihr selig werdet. Wenn ihr uns lieb habt, ist es dann so schwer, Jesum lieb zu gewinnen, der viel besser ist als wir. Der Jude wischte sich an den Augen herum und brachte endlich stotternd hervor: Lasst mich in Ruhe. Ich sag euch, ich kann jetzt noch kein Stundist werden. Dann werde ich auch eingesteckt. Und habt ihr keinen, der für euch sorgt. Wenn ihr dort in Sibirien euch eingerichtet habt, dann komme ich zu euch. Und dann sollt ihr mich bekehren. Scherze nicht, sagte Igor. Es ist mir voller Ernst. Mir auch, sagte Herschel jetzt feierlich. Mir auch. Ihr habt mir eben schon gezeigt, was euer Glauben wert ist, wo ihr meine ganze schöne Flucht ausgeschlagen habt. Es wurde noch abgemacht, dass der Müller zum Abschied von den Seinen, um Abschied von den Seinen zu nehmen, zuerst heimkehren solle. Würde die Verhaftung von Igor auch bald erfolgen, dann sollte Igors Onkel mit Lisa zur Mühle übersiedeln, denn das war ja vorauszusehen, dass die Untersuchungshaft bis zur endgültigen Entscheidung immerhin 4 bis 5 Monate in Anspruch nehmen würde. Ehe man zum Rest der Nacht sich zur Ruhe legte, sagte der Müller: Soviel ich weiß, fanden sie bei einem Stundisten nach nichts so ängstlich wie nach der Bibel. Darum habe ich mir das schon längst ausgedacht, wie man es machen muss, um ohne Aufsehen zu erregen, doch wenigstens etwas von dem teuren Wort in den einsamen Monaten bis zur Verurteilung haben zu können. Ich nehme aus der Bibel die Psalmen, den Propheten Jesaja und die 4 Evangelien heraus, klebe vorsichtig aus den Blättern ein paar große Bogen zusammen und wickle meine Wäsche, Schuhe und andere Kleinigkeiten, die ich in der Untersuchungshaft haben darf, da hinein. Da wir voraussichtlich in demselben Untersuchungsgebäude sitzen werden, könntest du, Igor, den übrigen Teil des Neuen Testaments in ähnlicher Weise behandeln. Und das wird schon leicht möglich sein, dass wir solch unscheinbaren und zerknitterten Papiere austauschen, auf irgendwelche Art. Dann ging man zur Ruhe. Und der Alte schlief bald ein, als hätte er nicht vor kurzem noch die aufregende Nachricht über seine Verfolgung erhalten. Igor aber konnte nicht einschlafen. Ihm gingen noch tausenderlei Dinge durch den Kopf. Geschäftliche Angelegenheiten, die er hätte abwickeln wollen. Seelsorgliche Aussprache mit manchen der Leute, an die ihn Gott in den letzten Monaten gewiesen hatte. Und dann wieder wollte ihn der Gedanke schwach machen. Warum das alles? Warum sollte er sein glückliches Familienleben, seinen eben emporwachsenden Wohlstand, alles fahren lassen, um im Gefängnis oder in der Verbannung unsäglichen Schwierigkeiten entgegenzugehen?
Er war noch jung und sein Weib auch. Sollte es wirklich Gottes Wille sein, dass es nun mit ihrem häuslichen Glück zu Ende sei? Dann aber kämpfte er mit Gebet gegen diese Versuchung, und es gelang ihm gegen Morgen doch noch etwas zu schlafen. Nach dem Frühstück wurde eine gemeinsame Andacht gehalten. Dann schrieb man dem Juden alles in Betreff der Geldgeschäfte auf und händigte ihm Wechsel und Schuldscheine ein. Um 10 Uhr spannte man für den Müller ein paar Arbeitspferde an, und das Pferd des Juden, der mitfahren sollte, wurde hinten angebunden. »Auf Wiedersehen, mein Junge«, sagte der Müller freundlich lächelnd beim Abschied. »Hoffentlich sehen wir uns recht bald im Gefängnis wieder. Wenn nicht, so doch jedenfalls vor dem Schwurgericht. Ich brauche dir wohl nichts mehr zu sagen. Du wirst nicht heucheln und nicht widerrufen. Du wirst aber auch unnötig keinen unserer Kameraden mit deinem Zeugnis beschweren. Sind doch manche unter den Verdächtigen darunter, denen der Glaubensmut für den Leidensweg fehlt, den wir jetzt gehen müssen. Darum sei in deinem Zeugnis vorsichtig, besonders über die wohlhabenden Gutsbesitzer und Schafzüchter. Es wäre mir lieb, um der anderen willen, wenn die diesmal noch nicht verurteilt würden. Sie würden für die Zukunft noch lange Zeit einen Zufluchtsort für die Verfolgten abgeben können und geheime Versammlungen bei sich abhalten. Zudem, weil sie so angesehene Leute sind, drückt das Gericht selbst gerne ein Auge zu. Und wenn ich nicht sehr irre, wird man uns danach schon manche Frage stellen. Pass nur auf, dass du diesen Winken gemäß antwortest. Igor antwortete ruhig: Ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ich verlasse mich auf den Herrn und seine Zucht. So fuhren die Männer von dannen. Nachdenklich ging Igor ins Haus zurück, um seinem Weibe noch einige Verhaltensmaßregeln zu sagen. Da fand er sie zu seinem großen Erstaunen am Herde sitzen und bitterlich weinen. Das war er an seiner vernünftigen und christlich gereiften Frau nicht gewohnt. Darum trat er auf sie zu, strich ihr zärtlich mit der Hand über den Scheitel und fragte: »Tut es dir doch weh, dass wir jetzt auf so lange Zeit getrennt werden?« »Nein«, schluchzte sie. »Was denn?« Sie raffte sich zusammen und versuchte, ihre Tränen zu trocknen. Doch plötzlich kam die Bewegung wieder über sie. Sie warf sich an seine Brust und teilte ihm unter Lachen und Weinen leise mit, dass sie sich Mutter fühle. Und das hätte sie ebenso entsetzlich beunruhigt, dass sie vielleicht bei der Geburt ihres ersten Kindes sterben könne, während ihr Mann fern von ihr im Gefängnis sein müsse. Bewegt tröstete Igor und sagte: »Es ist der Herr. Er denkt an uns und segnet uns. Wir dürfen keinen Augenblick misstrauisch und kleingläubig gegen seine Führung sein. Er macht es gewiss gut. Es steht geschrieben, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Also wollen wir warten und geduldig allem entgegensehen, das der Herr tun wird. Du kommst ja doch für die ganze Zeit zu deiner Mutter. Und das muss dir auch noch ein Trost sein. Solche Hilfe und Pflege kannst du nirgend auf der Welt sonst haben, als bei der Mutter.« Ein Schritt auf dem Hausflur trieb sie auseinander, und Igor war höchst überrascht, als er das Gesicht des Popen sich gegenüber sah. Was mochte der Mann wollen? »Ich habe Wichtiges mit dir zu reden«, sagte der Geistliche in einem Anflug von Verlegenheit. »Aber deine Frau braucht es nicht zu hören.« Stumm öffnete Igor die Tür zur Wohnstube und lud den Besuch mit einer Handbewegung ein. Der Pope trat hinein, schaute schmunzelnd um sich, setzte sich dann und meinte: »Schön eingerichtet seid ihr hier. Die Ketzerei ist doch ein gutes Handwerk. Ihr habt bessere Sachen als ich. Am Ende ist doch so, wie unser Küster behauptet, dass die Stundisten von Bismarck Geld geschickt kriegen.« Mit gekreuzten Armen blieb Igor an der Tür stehen und sagte ruhig: »Was führt euch her?« »Nur ruhig, mein Sohn«, sagte lächelnd der Pope, »nur ruhig. Jetzt wird er dein Hochmut schon vergehen. Heute oder morgen kommt eine Untersuchung hierher, deinethalb.«
Kein Muskel in Igors Gesicht verzog sich, und der Blick seiner Augen verriet nicht die leiseste Aufregung. »Hörst du nicht, du verstockter Ketzer!« schrie der Pope jetzt zornig. »Man wird über dich ein Protokoll aufnehmen!« »Meinethalb zwei«, erwiderte Igor gelassen. »Verstehst du nicht, worum es sich handelt? Man wird mich, deinen geistlichen Hirten, fragen, ob du ordentlich zur Beichte und zum Abendmahl gehst, also ob du ein guter Sohn der allein selig machenden Kirche bist. Und wenn ich, dein Pope, von dir ein gutes Zeugnis gebe, dann fahren die Herren wieder ab und die ganze Geschichte kommt unter die Akte und wird vergessen und in Jahr und Tag kräht kein Hahn danach. Also, wie ich dir sage, jetzt kommt es auf mich an. Nun, ich bin kein Unmensch und ich will dir die Haut nicht abziehen. Gib mir 1000 Rubel, dann bist du ein für alle Mal die Schererei los und ich will über dich nur Gutes sagen.« Verächtlich zuckte Igor mit den Schultern. »Wenn ich das Geld haufenweise hätte, so täte ich es doch nicht. Es war schon unrecht, dass ich euch so lange mit allerlei Geschenken gewissermaßen bestochen habe. Jetzt soll alles so gehen, wie Gott will.« Der Pope sprang erregt auf. Seine kleinen Augen funkelten und hohe Zornesröte bedeckte das dicke, aufgedunsene Antlitz. »Aber Mensch! Bedenkst du nicht, was das eine Wort sagt? Nach Sibirien verurteilt? Vielleicht auf Lebenszeit? Und dein Weib wird niemals mehr wie eine feine Herrin wohnen können und nobel gekleidet einhergehen, sondern der Einsamkeit werdet ihr schier verhungern und zugrunde gehen. Und da wird es dir leid tun, dass du heute die einzige Hilfe, die es noch gibt, zurückgestoßen hast. Gib nur das Geld heraus! Wenn du kein Bargeld zu Hause hast, dann gib mir ein Papier, dass du mir deine 2 schönen Fahrpferde und den Heuschober, den du draußen auf dem Pachtlande stehen hast, heute verkauft hast und das Geld dafür von mir empfangen hast.« »Spart eure Worte, Väterchen«, antwortete Igor ernst. »Ich will jetzt in das Gericht. Ich will es erleben, ob Russlands Kaiser und Russlands Gesetz die besten Untertanen dafür wie Verbrecher bestraft, dass sie nach ihrem Gewissen und Gottes Wort haben leben wollen. Aber da ich nicht weiß, ob ich euch noch jemals wiedersehen werde auf dieser Erde, will ich euch sagen, wie ich euch vor Gottes Gericht verklagen kann. Ihr habt uns nicht gelehrt, den Heiland anzurufen. Ihr habt uns nicht den Weg zur Seligkeit gezeigt. Ihr habt mit eurem Saufen und eurer Habgier dem ganzen Dorf den Weg zur Hölle gezeigt. Und jetzt wollt ihr um Geld das bisschen vom Pflichtgefühl verkaufen, das ihr vielleicht habt? Ich will euch ein Wort noch sagen, das euch in den Ohren klingen soll, wenn ich längst verurteilt und verschickt sein werde. Ein Wort, das euch keine Ruhe lassen soll, bis ihr selbst Buße tut und euch erst zu dem bekehrt, der auch euch vergeben und helfen kann. So spricht der Herr. Wehe euch, die ihr Kissen macht den Leuten unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern, beides Jungen und Alten die Seelen zu fangen. Ihr verheißet ihnen das Leben und entheiligt mich in meinem Volk. Ich will eure Kissen von euren Armen wegreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, darum, dass ihr das Herz der Gerechten fälschlich betrübet und habt gestärkt die Hände der Gottlosen. Ihr selbst kommt einst auf das Sterbebett, und dann wird euch Igor Relidow sein ein Schrecken sein und eine Angst, und ihr werdet es einsehen, dass ihr euch versündigt habt gegen Gott und gegen ihn. Jetzt aber geht. Ich habe die letzten Stunden, bevor man mich verhaftet, noch mit meinem Weibe zu reden.« Damit öffnete er die Tür und wandte sich von seinem Gast ab. Der Geistliche hatte die Farbe gewechselt und blickte stieren Auges den jungen Bauer an, während er sprach. Dann aber lachte er höhnisch und eilte mit einem Fluch aus dem Hause.